Mit dem ersten FC Lok Stendal war der Vorjahresvierte der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalt zu Gast im Dessauer Schillerpark. Allerdings warten die Gäste in dieser Saison noch auf ihren ersten Dreier. Den konnten die Hausherren bereits am ersten Spieltag einfahren. Seitdem aber gab es eine Niederlage und zwei Unentschieden. Am Samstag sollte die weiße Heimweste verteidigt werden. Dabei musste Trainer Markus Jeckel auf Eschner, Nichols und Zilke verzichten. Dafür tauchte der Name von Co-Trainer Sören Westphal auf dem Mannschaftsbogen auf. Nach 6 Minuten nahm die Partie Fahrt auf. Der schnelle Gebauer auf rechts, doch in der Mitte verpasst Instenberg. Die Hausherren brauchten eine Standardsituation. Kapitän Kaluza mit der ersten Chance für Dessau. 10 Minuten später Gerstmann auf Sitte. Den will keiner so richtig angreifen, dann halt einfach mal aus der zweiten Reihe. Giebichenstein mit der Parade. Die 05 war immer dann gefährlich, wenn es schnell nach vorne ging. Diesmal wieder mit Sitte. Bittner setzt nach und wird für seinen Einsatz belohnt. Wieder Sitte und wieder schafft es Stendal nicht, die Situation zu klären. Zum dritten Mal landet die Kugel bei Dessaus Nummer 7. Diesmal rutscht er selber weg. Dessau wurde stärker, was auch daran lag, dass sich die Gäste Fehler leisteten. Zack überlegt nicht lange, Bittner mit der Chance zum Nachschuss und wieder Giebichenstein. Dann war Halbzeit im Schillerpark. Nach 45 Minuten stand es hier noch 0:0. Die Gäste konnten sich dafür vor allem bei ihrem Schlussmann bedanken. Wenn Stendal in Dessau den ersten Dreier einfahren wollte, musste hier etwas mehr passieren. Und dann das. Prozjewski leistet sich einen richtigen Klops. Gebauers Flanke kann er nicht festhalten. Instenburg bedankt sich mit dem 0:1 aus Dessauer Sicht. Es war die dritte richtige Torchance der Gäste im ganzen Spiel. Nur 5 Minuten später ist es erneut der Torschütze, der von halblinks abzieht. Das war knapp. Nach 24 Minuten endlich wieder ein Lebenszeichen der Hausherren. Zacke mit der Pike. Wieder kann Giebichenstein klären. Stendals Trainer Körner reagierte, brachte Zichenko für Grempler und der hätte mit seiner zweiten Ballberührung alles klar machen können, trifft hier aber nur Aluminium. Offenbar brauchte Dessau diesen Rüttler, denn plötzlich waren die Hausherren wieder im Spiel. Erst war es Gerstmann aus der Distanz. Danach schickte Sitte den eingewechselten Schumacher, doch in der Mitte verpassten Zacke und Bittner knapp den Ausgleich. Viel Zeit blieb den 05ern nicht mehr. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Zacke im Strafraum zu Fall kommt. Ob faul oder nicht, Bittner setzte nach, Sitte mit der Flanke und Zacke warf sich mit voller Wucht in den Ball und machte den längst überfälligen Ausgleich. Mit einem Jubel dann die Schrecksekunde, Zacke für einige Sekunden ohne Bewusstsein. Groß hatte beim Versuch zu klären voll durchgezogen und dabei nur Zackes Kopf getroffen. Doch Dessaus Top-Torjäger ist hart im Nehmen, konnte aus eigener Kraft den Rasen verlassen. Eine Untersuchung im Krankenhaus brachte eine leichte Gehirnerschütterung zutage. Aufgrund fehlender Alternativen kam so Co-Trainer Westphal zum Kurzeinsatz. Dann aber war Schluss. Der SV Dessau 05 belohnte sich selbst mit einem Punktgewinn. Stendal wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Es war heute ein Spiel wirklich von der Taktik geprägt. Auch Stendal hat taktisch sehr klug gespielt, muss man ehrlich sagen. Haben wir teilweise auch kein Rezept gefunden, aber gut, ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel gewesen für mich. Dass dann das Tor durch einen individuellen Torwartfehler passiert, das ist eben mal so im Fußball. Der Sascha, der hat jetzt hier, seitdem wir hier sind, noch nie so einen Bock geschossen, das passiert. Davon geht die Welt nicht unter. Und so wie wir zurückgekommen sind, das ist sehr gut für die Moral. In der 90. Minute noch einen Punkt geholt, fand ich auch verdient. Wir machen unser schlechtes Saisonspiel heute. Ja, und wir haben es heute nicht verstanden, den Spielaufbau so zu gestalten, wobei das auch schwierige Platzbedingungen heute waren, mit einem sehr tiefen Platz und einem sehr hohen Rasen. Dass er das gut gemacht hat, uns öfter sehr gut angelaufen, ja, wo wir dann immer wieder das falsche Timing hatten, in die guten Räume zu kommen, vorne drin. Wir waren heute nicht so ballsicher, was wir in den letzten Spielen waren. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, dass wir 92. Minute das Gegentor bekommen. Ja. Aber ich muss auch Dessau ein Kompliment machen. Die haben nie aufgesteckt. Die haben hier immer wieder alles reingeworfen, was sie hatten. Und das war im Endeffekt auch verdient. Deswegen Glückwunsch an Dessau und